Welche Rechtsformen für ein Unternehmen unterscheidet man? Hier gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten der Strukturierung. Ich gebe Ihnen mal jetzt eine, die wie folgt aussieht. Dreierstruktur hier, also Strukturzahl in dem Fall 3. Als ich die Frage das erste Mal gelesen habe, hätte ich vielleicht ein bisschen anders geantwortet, als es hier jetzt in der Frage ist. Ich sage Ihnen gleich mehr dazu. Die erste Möglichkeit ist das Einzelunternehmen nach dieser Strukturierung. Einzelunternehmen. Das zweite ist die Gesellschaft. Und da unterscheidet man wieder, und das wäre meine Antwort gewesen, zunächst Personen, Gesellschaft und Kapital, Gesellschaft. Oder die dritte Möglichkeit ist die Genossenschaft, die auch eine Kapitalgesellschaft ist, aber wiederum eine ja, andere Vereinbarung, wie Menschen hier zusammenwirken. Genossenschaft ist ja gegründet worden oder erfunden worden damals mit dem Gedanken der gegenseitigen Unterstützung. Sie sehen also, dass diese Strukturierung hier im Prinzip darauf aufbaut, ja, wie Menschen sich zusammenschließen. Hier Einzelunternehmen ist einer allein, Gesellschaft ist ein Zusammenschluss mindestens zwei, was bei der GmbH schon wieder nicht stimmt. Die GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, kann man auch allein gründen. Wäre eine Kapitalgesellschaft, würde also hierhin gehören. Und dann eben die Genossenschaft als besondere Form des Zusammenarbeitens mit dem Gedanken der gegenseitigen Unterstützung. Ja, das ist natürlich auch eine zusätzliche Antwort. Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich hier sofort gesagt, ja, es gibt Personen- und Kapitalgesellschaften. Und dann wäre die nächste Frage des Prüfers wahrscheinlich gewesen, ja, und was ist der Unterschied zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften? Dann wäre man dann hier weitergegangen. Ne? Da hätte man gesagt, Personengesellschaften, da stehen die Personen im Vordergrund und das Kapital eher im Hintergrund. Bei der Kapitalgesellschaft ist es genau umgekehrt. Da können die Gesellschafter bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft praktisch jede Minute wechseln. Das Kapital steht im Vordergrund, nicht so sehr die Person. Die steht sehr im Hintergrund. Ja, und so weiter und so weiter. Dann wäre man hier weitergegangen. Denn hier darauf kann man vielleicht so beim ersten Mal nicht kommen. Da braucht man schon einen speziellen Hinweis. Okay. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.